Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video werden wir die Fragen unter meinen Community-Post beantworten. Und ich möchte gleich sagen, ihr könnt mir gerne unter diesem Video wieder Fragen stellen. Und wenn es genug Fragen gibt, werde ich dazu wieder ein Video machen. Aber ich möchte bitte, dass es nur Dragon Ball-Fragen sind. Und damit würde ich auch sagen, viel Spaß mit dem Fragen-Video. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, ich tue manche Fragen sehr schnell abhaken, denn das sind manche Fragen auch dabei, wo ich auch noch ein eigenes Video zu machen könnte. Und daher tue ich bei diesen Fragen etwas kürzer antworten und auch manchmal einfach nur kürzer antworten, weil ich keine längere Antwort für diese Frage habe. Und damit würde ich auch sagen, fangen wir jetzt mit Frage 1 an. Und das ist die Frage von dieser Uwe. Was ist persönlich für dich die bessere Fortsetzung von Dragon Ball Super oder die Dragon Ball GT? Also was ist für mich die bessere Fortsetzung? Ich muss ganz klar sagen, für mich ist die bessere Fortsetzung Dragon Ball Super. Mir gefällt diese Serie einfach besser. Ich mag das Turnier gegen Universum 6. Black Goku hat für mich den Rollstein richtig ins Rollen gebracht. Das war für mich die Schein für Dragon Ball Super. Denn Goku Black ist für mich einer der besten Arcs. Und ich finde auch in Dragon Ball Super, die Entwicklung von Vegeta hat auch so viel gerettet im Kampf gegen Granola, Ultra Ego, dann Black Freezer, Broly wird Canon gemacht. Also Dragon Ball Super macht sehr viel richtig. Dann haben wir noch Orange Piccolo, damit hat Piccolo wieder eine Rolle. Gohan Beast, was einfach richtig, richtig geil ist. Klar, GT hat viele geile Ansätze. Zum Beispiel, sie wollten wieder auf den Classic zurückgehen. Sie haben Goku klein gemacht, wollten dann eine Dragon Ball Reise machen, also wo sie die Dragon Balls suchen im Universum. Aber das haben sie alles meiner Meinung nach nicht so gut umgesetzt. Aber dafür hat halt GT, was Dragon Ball Super fehlt, meiner Meinung nach eine richtig, richtig, richtig geile Transformation der Super Saiyajin 4. Und man muss auch sagen, GT hatte nicht nur schlechte Sagen. Die Baby-Saga war geil, die Teufelsdrachen-Saga war geil. Also, ich muss sagen, Super gefällt mir besser persönlich, aber GT ist auch nicht schlecht. Also ich will GT jetzt nicht im Grund und Boden reden, aber mir gefällt auf jeden Fall Dragon Ball Super besser. Daher ist das für mich die bessere Fortsetzung. Dann haben wir die zweite Frage von meinem Bro Ito. Er hat gefragt, wann würdest du sagen, haben Charaktere erstmals Lichtgeschwindigkeit erreicht? Und da muss ich ganz klar sagen, das ist für mich eine sehr schwere Frage, weil damit setze ich mich auch nicht so auseinander. Ich habe ja auch noch nie ein richtiges Power-Level-Video gemacht oder Kampfkraft-Video. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, dass sie das erstmals erreicht haben auf Gott-Level. Also als Son Goku den Super Saiyajin Gott konnte. Meiner Meinung nach kann auch eher gewesen sein oder später, aber wie gesagt, ich habe dazu nicht so eine große Meinung. Ich hoffe, ich konnte die Frage trotzdem beantworten. Dann habe ich eine Frage von Dodo gekriegt. Wie findest du die jeweiligen Arcs und welcher ist dein Lieblingsschurke und Held? Da muss ich ganz klar sagen, ich werde jetzt einfach nur zu Dragon Ball Classic, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super und auch Dragon Ball GT und den Filmen so je einen Charakter sein, der mein Liebling ist, weil diese Frage könnte ich ein 20-Minuten-Video drüber machen. Deswegen kurz und knapp. In Dragon Ball Classic ist es für mich die Oberteufel Piccolo Saga und auch der Schurke Oberteufel Piccolo und als Held ist es für mich in dieser Saga Son Goku. Dann haben wir in Dragon Ball Z ist es für mich ganz klar, ich liebe die Cell Saga und Cell ist für mich auch der beste Schurke. Und mein Lieblingscharakter in Dragon Ball Z ist Son Goku. Also in der Saga, in der Cell-Saga wäre es Son Gohan, aber im insgesamten in Dragon Ball Z ist es Son Goku. Dann haben wir Dragon Ball Super, da konnte ich mich nicht ganz entscheiden. Also für mich ist die beste Saga Goku Black oder vielleicht sogar Granola. Und ich habe als Schurken gewählt Goku Black und Freezer. Dann haben wir noch Dragon Ball GT, da habe ich die Baby-Saga als meine Lieblings-Saga. Mein Lieblingsschurke ist Baby Vegeta. Und mein Lieblingsheld ist natürlich der GT Super Saiyajin Goku. Oder nicht Super Saiyajin Goku, sondern unser GT Goku oder unser Son Goku in Dragon Ball GT. Und in Dragon Ball Filmen habe ich als mein Lieblingsschurken Cooler und als mein Lieblingsheld Son Goku. Ich habe hoffentlich die Frage jetzt einigermaßen beantwortet. Und zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist von Uishuk Oleg. Welche Farbe findest du besser von Blue-Formen? Normal, Türkis oder mehr das dunkle Blau wie Super Saiyajin Blue, Evolve oder Evolution? Also unser Boy Evo Vegeta. Ich finde Evo Vegeta am coolsten von der Farbkombination. Ich mag dieses Dunkelblau, daher Dunkelblau. Dann haben wir einer meiner treuesten Abonnenten, Editing King, als nächste Fragen stellen. Der hat gefragt, welche Form ist stärker, Ultra Ego oder Ultra Instinct? Also ich persönlich jetzt gerade im Dragon Ball Super Verlauf denke, die beiden sind so Pi mal Daumen gleich stark. Aber ich sage auch dazu noch,
Ich würde es Vegeta mal gönnen, wenn er mal eine Zeit lang stärker als Son Goku wäre, weil Vegeta hat eine Charakterentwicklung vom Feinsten gemacht. Er war auf Yadrat, er hat gegen Moro sich neue Techniken beigebracht, um Energie Moro zu klauen, in Anführungsstrichen. Er hat sich den Ultra-Ego beigebracht, er geht seinen eigenen Weg, seine Charakterentwicklung auf Namek, wo sie gegen Moro gekämpft hatten. Er war der, der die Namekianer getötet hat, und in dieser Saga hat er sie gerettet. Für mich hat Vegeta so eine geile Entwicklung gemacht, er muss einfach mal einen Zeitraum stärker sein. Also ich sage, meiner Meinung nach, sie sind gleich stark, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn Vegeta stärker wäre oder Vegeta einen kleinen Tick stärker ist, weil ich würde es ihm auch sehr, sehr gönnen. Haben wir gleich noch eine zweite Frage von Editing King, und das wäre, welche Dragon Ball Transformation würdest du haben? Oder ich nehme diese Frage auf wie, was ist meine Lieblingstransformation und die ich am liebsten haben würde? Und das ist für mich ganz klar der Super Saiyajin 2. Der Super Saiyajin 2 ist meine absolute Lieblingstransformation. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diese Transformation und ich würde diese am liebsten von allen Transformationen können. Dann haben wir von dem guten Typen Luca Boom eine Frage, und das ist, was ist dein Lieblings-Ginyu-Force-Mitglied, was ist dein Lieblings-Freezer-Army-Mitglied oder der Freezer-Armee-Mitglied? Und da habe ich ganz kurze Antworten: Freezer-Army Apul, ich weiß nicht, mag den einfach, kann aber auch dran liegen, weil ich in dem Budokai Tenkaichi 3 oder 2, ich glaube, die sind in beiden Teilen, ist er verfügbar, gerne gespielt habe, ich weiß nicht warum. Und von der Ginyu-Force ist es für mich Butter. Dann haben wir noch eine Frage von Editing King, und das ist die Frage, wer hat mehr Potenzial, Goten, Gohan oder Freezer? Ich sag ganz klar, Gohan Nummer 1, Freezer Nummer 2, Goten Nummer 3. Bei Goten weiß man noch nicht, was er ganz kann, der hatte ja keine Screentime mehr richtig in Dragon Ball Super. Freezer hat Black Freezer erreicht, aber er hat halt 10 Jahre dafür gebraucht. Wir wissen nicht, ob es genau 10 Jahre waren, aber er hat auf jeden Fall 10 Jahre trainiert. Und Gohan, der tut jedes Mal nichts machen, dann kriegt er so seinen Moment und er ist so stark wie die Z-Fighter. Da kann man sich schon eine Frage gestellt haben, wer mehr Potenzial hat, und das ist Gohan. Denn Gohan hat ohne großes Training Gohan Beast erreicht, soll jetzt so stark wie Goku Vegeta sein. Und Freezer musste dafür ja jahrelang trainieren, um auf das Level von Ultra Instinct zu kommen. Und daher denke ich, dass Gohan das größte Potenzial hat, danach kommt Freezer und dann Goten. Dann haben wir von Atanor Tor X eine Frage, und das ist, wieso ist Dragon Ball Super sinnlos oder warum ist Super extrem sinnlos, war seine Frage. Und ich muss ganz klar sagen, ich finde DBS auf gar keinen Fall sinnlos. Die ersten Arcs waren vielleicht sinnlos, wie er es schreibt, weil sie haben die Filme behandelt und haben aber die Filme schlechter animiert, als die Originalfilme waren. Also in Dragon Ball Super waren die Arcs Gott, also Battle of Gods und die Freezer Arc, schlechter als die Filme. Also würde ich euch immer raten, guckt euch die Filme an, ihr habt fast denselben Plot. Aber danach muss ich sagen, dass ich, wie gesagt, nicht denke, dass Dragon Ball Super im Insgesamten ein schlechtes Ding war oder es sinnlos ist, denn ich finde, es hat der Community von Dragon Ball viel gegeben. Es tut natürlich auch Geld in die Kassen spülen, aber ich finde, Dragon Ball Super war auf gar keinen Fall sinnlos. Ich liebe Dragon Ball Super, ich liebe Dragon Ball Z, ich liebe Dragon Ball, ich liebe das ganze Dragon Ball Franchise, und deswegen würde ich niemals sagen, dass irgendwas sinnlos war. Selbst Dragon Ball GT war nicht sinnlos oder Dragon Ball Heroes, alles nicht sinnlos, denn ich finde das ganze insgesamte Dragon Ball Universum so faszinierend, und deswegen bin ich auch Dragon Ball Content Creator, weil ich dieses Franchise liebe seit meiner Kindheit, und daher würde ich niemals sagen, dass irgendwas von Dragon Ball sinnlos ist. Man kann es kritisieren, vielleicht kommt dazu auch mal ein Video, aber ich würde nicht sagen, das ist sinnlos. Und jetzt möchte ich ganz kurz sagen, ich hatte mal vor Monaten oder 2 Monaten auch nochmal einen Post gemacht, nach Fragen gefragt, und diese Fragen werde ich jetzt auch noch beantworten, die auf diesem Post waren. Da haben wir die Frage von Real 1998, welcher Dragon Ball Bösewicht Charakter wurde deiner Meinung nach viel zu stark dargestellt? Und da habe ich ganz klar Freezer. Freezer ist viel zu stark, weil er hat 10 Jahre trainiert. Man muss sich einfach die Frage stellen, wie wollen Goku und Vegeta ohne den Raum von Geist und Zeit oder eine Dimension, wo die Zeit langsamer vergeht, jemals wieder an Freezer rankommen? Und dafür ist es Freezer bei mir, und Freezer ist meiner Meinung nach viel zu stark. Dann haben wir noch die letzte Frage für dieses Video, und die ist von Ito. Wie gesagt, das sind Fragen, diese 2 Fragen, die letzten waren vor einem Monat oder 2 Monaten gestellt, aber ich habe dazu nie ein Video gemacht, weil zu wenig kam. Jetzt habe ich es kombiniert und dadurch kam dieses Video entstande. Und Ito hat gefragt, was ist generell besser, Dragon Ball oder Dragon Ball Z? Und ich muss sagen, hier gebe ich eine ganz knappe Antwort, weil dazu will ich nochmal ein richtiges Video machen. Die knappe Antwort ist, für mich persönlich ist Dragon Ball Z geiler, ich feiere Dragon Ball Z mehr, aber dazu will ich nochmal implizit ein Video machen. Deswegen kriegst du, Ito, jetzt nur diese Antwort, Dragon Ball Z. Und damit würde ich auch sagen, danke an alle, die Fragen gestellt habt. Vergesst nicht, unter diesem Video nochmal Fragen zu stellen. Dann kommt vielleicht nächsten Monat
im Mai dann wieder so ein Fragenvideo. Und damit würde ich sagen, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt und bis zum nächsten Mal.